Montagabend. Eindeutig hat es sich eingetrübt, es regnet nicht nur. Wir haben jetzt auch richtig, richtig Nebel hier. Also wenn wir vorher nur über dem Berg lag und ich sogar noch mit der Drohne fliegen konnte, liegt er jetzt deutlich darunter. Und ja, aber morgen fahren wir 500 Kilometer in eine ganz andere Gegend und hoffen, dass das Wetter da besser wird. Aber gut, das ist Island, nicht? Das ist Sommer in Island. Sind auf der Rückfahrt hier wieder in Vik. Heute leider nicht so schönes Wetter wie das letzte Mal. Und ich muss unbedingt mal nachtanken. Wir stehen jetzt hier am Seljalandsfoss. Und es ist ja inflationär. Man muss sagen, irgendwann hat man ja leider sich satt gesehen. Heute war es schon fast wieder zu viel. Das ist der dritte Stopp und schon guckt man kaum mehr hin, weil die Landschaft einfach so unglaublich ist. Aber man muss hier wirklich, man kann ja nicht am Tag nur 20 Kilometer laufen. Parken kostet 700, auch fast 5 Euro. Teuer. Ja, wie gesagt, wir waren nicht beeindruckt von der Organisation der Tour. Es ging alles sehr langsam, amateurhaft. Und als wir auf dem Eis waren, war es okay. Aber bis zu dem Punkt, wir mussten einfach mit unserem eigenen Auto fahren, hatte keiner vorher gesagt. Es war dann doch sehr weit zu laufen und so weiter. Das war alles ein bisschen. Und natürlich hat einer aus der Gruppe hat ihr Auto nicht angekommen, da mussten wir dann warten. Also Gruppenreisen, von daher immer ein Problem. Ich würde immer versuchen, ohne Gruppen zu gehen, aber aufs Eis geht es nicht. Da muss man natürlich einen Führer haben. Gleich hier.